Moin Moin ihr Radis, willkommen zurück zu Moin Techcraft. Oh Gott, das regnet. Oh Gott, das regnet. Das kannst du nicht verantworten, das regnet. Und da will mich ein Creeper in die Luft jagen. Ah, was macht der denn da? Das kannst du, das ist feige. Boah. Da steht er, der Peter. Hallo Peter, was ist los bei dir? Bin der Jürgen, geht? Geht. Okay, nein, wir sind immer noch in unserem... Lattenanfang. Wir sind immer noch in unserem Minenschacht und ich würde den eigentlich ganz gerne jetzt heute fertigstellen in dieser Folge, muss ich sagen. War das nur eine Fackel, die da? Ja, das war nur eine Fackel. Das sah gerade von oben irgendwie für einen Moment aus wie Gold, hatte ich den Eindruck. Komisch. Also, wir wollen jetzt hier nochmal ein paar Stockwerke tiefer. Hier Richtung Bedrock-Ebene, aber wir haben das ja bald. Übrigens, hattet ihr recht, oder Scarskive oder so ähnlich, hatte recht, irgendwie wird das im Video extrem ruckartig angezeigt, wenn ich mich umdrehe. Das liegt wahrscheinlich daran, dass da einfach weniger Frames per Second sind und dass ein wenig dann diese Umdreh-Performance, die bei mir auch auf dem Bildschirm schon recht schnell ist, darunter leidet. Da kann ich aber jetzt gerade nichts dran ändern, das tut mir leid. Ich hoffe, es ist erträglich. So, wir gehen jetzt 6 Felder nach rechts und es wurde ja auch kritisiert oder zumindest angefochten, dass man das so pedantisch genau machen muss, wie ich das mache, aber da muss ich leider zu meiner These stehen, dass ich hier mit ziemlicher Exaktheit arbeiten muss und deswegen auch immer mal wieder nachgucken muss, ob das alles stimmt, weil der Schacht nachher eine gewisse Optik haben soll. Und die hat er leider noch nicht. So, jetzt haben wir leider das Lufia-Theme, das am Anfang lief. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Es ist ja aber auch jetzt schon zu spät, denn es läuft jetzt die Freezy Flake Galaxy aus Mario Galaxy 2. Kann man sich auf jeden Fall anhören. Und ich habe noch immer nicht es geschafft, nach der letzten Ankündigung, dass ihr mir Themes schicken sollt, die alle wieder reinzunehmen. Denn da wurden wieder einige mir geschickt. Das kommt aber, denke ich, auf jeden Fall recht bald. Es ist einfach gerade noch mit der Uni. Ich nehme gerade am letzten Tag vor meiner linearen Algebra-Klausur auf und bin überhaupt schon froh, dass ich dazu komme, was aufzunehmen. Und ja, morgen um diese Zeit mache ich dann erstmal Urlaub, aber werde trotzdem, denke ich, genug Parts für die nächste Woche haben. Also ich werde da auch vielleicht nochmal ein Infovideo zu machen. Werdet ihr dann ja sehen. Ja, wünscht mir Glück. Wenn das Video hier hochkommt, dann sind es nicht mal mehr 24 Stunden, bis die heftige Klausur da kommt. Ja, für diejenigen, die Mathe studieren und in höheren Semestern sind, wird das wahrscheinlich ein Klacks sein. Aber für diejenigen von euch, die selber auch jetzt hier vielleicht Mathe im ersten Semester studieren oder die sowieso Mathe nicht so geil finden, die können da vielleicht nachvollziehen, warum ich da jetzt ein bisschen Sorge trage. So, wir sind auf Ebene 4. Ich glaube, viel tiefer geht's gar nicht, weil hier Bedrock schon ist. Hä? Obwohl, na doch, wir kommen sogar noch ein Stückchen weiter runter, wie es ausschaut. So, da ist Ende. Aber ich mach mal noch hier den Gang bis zum Schluss. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist bis zum Schluss. Aber ich würde das hier ganz gerne auch noch nach rechts weiterziehen. Das geht ja... Bin ich jetzt schon auf Ebene 0? Nee, 2. Ja, 0 wäre natürlich ideal, aber ich glaube, das passt nicht. Na? Nee, das passt so nicht. Dann machen wir das jetzt, ja, so, ne? Ich würde sagen, wir machen das jetzt noch 6 nach vorne. Also, insgesamt noch 2 nach vorne. Und dieser Bedrock hier geht mir gerade ein bisschen auf den Zeiger, der hier so auf der Höhe ist. Vielleicht werde ich da einmal im Creative drüber gehen und das gerade bügeln, weil man Bedrock ja leider nicht abbauen kann. Das ist dann vielleicht ein bisschen cheaten, aber da muss ich dann durch. So, jetzt haben wir im Prinzip den Abstieg errichtet. Jetzt ist aber noch wichtig, dass wir dieses Ding da in der Mitte, diesen riesigen Klotz, wegreißen. Aber davor werde ich erstmal hier ein bisschen Eisen abbauen. Denn ich möchte hier wirklich einen absteigenden Schacht haben. Und einen Schacht, in dem man auch bis zum Boden sehen kann. Das ist eine ästhetische Frage. Viele werden vielleicht sagen, Mensch, Scully sieht nachher kacke aus. Aber ich finde das geil. Ist nun mal so. Minish Village aus Zelda The Minish Cap läuft jetzt gerade an. Jo, ich glaube, das ist dieses Dorf der Waldmensch da. Hatte ich ja neulich mal angesprochen, schon mal in Minecraft, dass ich Zelda The Minish Cap ganz gerne machen möchte als Projekt. Das wird es auch irgendwann geben. Aber im Moment mache ich noch ein anderes Projekt nächste Woche. Das wird da loslegen. Das wird auch ganz lustig und ganz interessant. Aber früher oder später gibt es auf jeden Fall wieder Nintendo. Ich hatte überlegt, vielleicht zum 17. Februar sowas. Da nach diesem Wochenende, da bin ich nämlich dann wieder richtig schön zeithabend in Bochum, da vielleicht wieder ein, zwei neue Projekte anzugehen. Muss ich mal gucken. Jetzt erstmal gibt es da natürlich keine, aber bald. So. Ich glaube, hier ist jetzt schon wieder oben, genauestens. So, das heißt, jetzt müssen wir hier diesen Klotz ausheben und das machen wir ab hier, würde ich sagen. Ab dieser Schicht muss alles, was hier in der Mitte jetzt drin ist, weg.
Ist viel, aber was willst du machen? Das war schon einer zu viel, oder? Ja, macht nix. Ich will... Nein, das war jetzt wirklich einer zu viel. Einer zu viel, dann machen wir erstmal wieder hin. Früher oder später werde ich das eh mit Cleanstone machen müssen, aber erst einmal wird das jetzt eine solche Arbeit hier bleiben. So, einer noch? Oder ist das schon gut so? Bin mir gerade nicht sicher. Nee, das war schon genau richtig. So, damit haben wir die Maße des Klotzes, den wir in der Mitte wegreißen müssen, schon mal so gewissermaßen gegeben. Und werden das hier auch ein bisschen als Cobble-Farming-Gelegenheit ausnutzen. Denn ich brauche ja auch jede Menge Cobblestone für meine Bergresidenz, beziehungsweise Cleanstone. Und dann kann ich das hier auch gerade so nutzen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke, dass ich dabei auch eine Menge Cobblestone abbaue und dann eine ganze Weile lang nichts mehr mit Cobblestone zu tun haben muss. Und das ist natürlich eine durchaus solide Grundlage, finde ich, um dann... Ich trage nicht zu viel ab, auf keinen Fall. Um dann halt früher oder später mal wieder eine richtige Bauaktion anzufangen. Finde ich nicht schlecht. Ist so ein Konzept, das ich wirklich schon sehr lange verfolge, so meine Schächte zu errichten. Und das finde ich wirklich... Das hat sich bei mir zumindest bewährt. Wenn das sich bei anderen nicht bewährt, ist das okay. Aber ich finde es gut. Ich finde das geil. Ja, finde ich. Was gibt's denn sonst noch so, was gerade aktuell ist? Gerade eine ganz aktuelle Situation ist ja dieses komische, dass die GEMA jetzt nach einer geilen Idee von der österreichischen Rechteorganisation, Urheberrechtsorganisation, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie die hieß, auf die Idee kommt, dass man das Einbetten von YouTube-Videos ja vielleicht mal kostenpflichtig machen könnte. Da gibt's ja jetzt den heftigsten Proteststorm. Proteststurm, Shitstorm wollte ich erst sagen, und wenn man dann das irgendwie mixt, dann klingt das komisch, ne? Kommt manchmal vor, ist dann doof. Ja, kann ich nur so bedingt nachvollziehen, weil es sich die GEMA ja damit sicherlich nicht auf Videos bezieht, die zum Beispiel Let's Plays oder so sind. Da kann die GEMA ja eigentlich nichts machen, die GEMA hat da ja keine Rechte dran. Also ich könnte mir das höchstens vorstellen, dass sich das dann auf Musikvideos bezieht, die dann irgendwie nicht mehr auf fremden Seiten eingebettet werden können, ohne dass man dafür zahlt. Und da muss ich sagen, ja, von mir aus. Ich meine, ich verstehe den Sinn davon nicht, das Ganze kostenpflichtig zu machen, weil es einfach, es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, nein, mit Samen kann ich mir keine Spitzhacke bauen. Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, das zu machen, muss ich sagen. Warum? Denn, hier, ich meine, dann kann man sich einfach den YouTube-Link schicken und das soll ja nicht kostenpflichtig werden. Die Argumentation soll ja irgendwie sein, dass nicht mehr klar erkennbar ist, von wo das Video nun stammt. Aber das ist natürlich auch völliger Blödsinn, weil man ja, wenn man einen eingebetteten Videoplayer hat irgendwo, dann wisst ihr ja wahrscheinlich, habt ihr ja schon mal gesehen, dass dort das YouTube-Logo ist. Also irgendwie erschließt sich mir die Logik dahinter nicht wirklich, die GEMA oder welche rechte Organisation da auch jetzt immer hinterstecken mag, verfolgt. Aber sagen wir mal, es würde mich, glaube ich, nicht stören, denn über YouTube Musik zu hören ist sowieso nicht mehr so das Einfache, was es mal war. Von daher ist es auch, glaube ich, nicht so furchtbar, wenn da wirklich, das Ganze kostenpflichtig wird mit dem Einbetten. Wenn das natürlich sich auf alle YouTube-Videos beziehen sollte, dann kann ich überhaupt nicht verstehen, wieso da irgendeine Organisation, die überhaupt nichts mit den Rechten an vieler YouTube-Videos am Hut hat, warum die da auf einmal entscheiden soll, ob das jetzt kostenpflichtig ist, diese Videos einzubetten oder nicht. Also ich halte es für eine blödsinnige Idee, aber für keine unbedingt schlimme Sache. Das ist so mein Standpunkt. Vielleicht bin ich aber auch zu uninformiert. Also falls euch irgendwie jetzt Unsinn rede, weil da tatsächlich auch auf Videos abgezielt werden soll, die nicht von der GEMA betreut werden, dann werde ich meine Meinung natürlich entsprechend ändern und da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, mich da in den Kommentaren zu korrigieren. Das ist sicher, weil es sollte natürlich schon korrekt sein, was ich hier sage. Korrektus. Was läuft denn hier? Die Kalimari-Wüste. Bier schmeckt besser als Campari, zu der Kalimari gibt's Kartoffelbrei, moin. So oder so ähnlich. Jo, aus Mario Kart 64, das gute Stück hier. Ja, läuft, definitiv.
Was gibt's sonst noch so? Ach so, ja, es gibt noch sowas, wo ich rüber rumragen könnte, wie so ein Weltmeister. Aber ich glaube, das Thema ist zu lang, um das jetzt in diesem Part noch bereitzutreten. Deswegen werde ich das einfach auf den nächsten Part verschieben. Denn der Part ist jetzt auch schon wieder kurz vor knapp vorbei. 5 Minuten vielleicht noch. Da kann ich mich lieber noch an meinen Schacht hier machen. Das läuft ja schon mal ganz gut eigentlich. Glaube ich, mit so einer Eisenspitzhacke, da ist man da ganz gut bedient, um so einen Schacht auszuheben. Ich habe das früher mal mit einer Steinspitzhacke gemacht. Da ist das natürlich nochmal ein bisschen langwieriger. Denkt man jetzt, nee, das macht nicht so einen Unterschied, aber wenn man wirklich unzählige Blöcke abbauen muss, dann ist das schon ganz lästig, wenn man das so machen will. So, einer fehlt noch, der. Da. Jawohl, Scan. Ich meine, natürlich muss ich hier irgendwann noch die Schachtwände mit Cleanstone machen, das ist klar, die sehen sonst eigentlich relativ scheiße aus. Aber bis ich das mache, kann ich das erst einmal so machen, denke ich. Und da muss ich halt später, gut, das wäre vielleicht gar nicht so doof, das jetzt gemacht zu haben, weil jetzt muss ich sonst später teilweise irgendwelche waghalsigen Klettereien machen, die ja auch nicht unbedingt das Sicherste sind, was man so machen kann. Muss ich mir nochmal genauer überlegen, wie ich das mache, aber ich glaube, jetzt habe ich keine Lust, hier jede Menge Cleanstone durchzubraten. Nö, das machen wir jetzt nicht. Welche Ebene haben wir denn jetzt schon, bis wohin haben wir das jetzt schon freigelegt? Na, gerade mal bis 51, also das wird schon noch ein Weilchen dauern. Ich sag mal, 2 Parts könnten dafür durchaus noch drauf gehen. Aber ich habe ja was, worüber ich reden kann für die nächste Folge, das ist schon mal ganz gut. Und im Hintergrund läuft die Dark World Overworld aus Zelda Link to the Past. Ach, ja, das ist eines der geilsten Zelda-Themes aus diesem Spiel zumindest. Aber es ist generell eines der geilsten Zelda-Themes, finde ich. Müsste eigentlich mal wieder Zelda spielen. Es sind schon wieder so viele neue Zeldas rausgekommen. Was ist das denn hier eigentlich für ein Loch? That's what he said. Ja, nee, kann man erstmal so stehen lassen. Es soll ja jetzt dieses komische Hyrule Warriors Ding da rauskommen. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist von den Machern von Dynasty Warriors. Dieses Massen-Battle-Kampf-Ding-Spiel. Okay, das kann ich jetzt nicht wirklich gut erklären. Muss ich leider zugeben. Aber ihr könnt es euch ja einfach mal, falls ihr es noch nicht wusstet, im Trailer anschauen. Einfach mal bei YouTube Hyrule Warriors eingeben, dann findet ihr das. Und ja, könnt mir mal schreiben, was ihr davon haltet. Für mich sieht das nicht gerade spannend aus, weil ich einfach solche Spiele nicht so wirklich mag. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass auch so ein bisschen die Zelda-Franchise sich erweitert und nicht nur die klassischen Zelda-Spiele gemacht werden, sondern eben auch sowas. Finde ich nicht schlecht, ist ja in Mario nicht anders. Ach, das geht ja noch ewig, bis ich das hier alles abgebaut habe. Ist ja in Mario nicht anders mit Mario Kart etc. Sowas fände ich eigentlich auch mit Zelda-Charakteren ganz lustig. Es gab ja... Ach, jetzt muss ich schon wieder essen. Es gab ja Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Warum macht man da nicht auch mal irgendwas als Crossover von Mario und Link? Jetzt werden wahrscheinlich die Hardcore-Zelda-Fans kommen und sagen, nein, das kannst du nicht machen. Mario ist ein kindliches Spiel, welches sowieso häufig eher in solche Breschen schlagen kann und welches auch dafür prädestiniert ist, solche Minigame-Sammlungen zu machen. Aber Zelda ist ein ernsthaftes Spiel. Nein, das finde ich kein gutes Argument. Ich finde, das kann man durchaus auch mit Zelda machen. Und ich könnte mir das auch echt interessant vorstellen. Man kann so viel aus Zelda noch rausholen. Aber, naja, mal schauen, ob sich Zelda in die richtige Richtung entwickelt. Ich würde es gut finden, aber... es gab auch jetzt schon einige Flops, was Zelda betrifft, muss ich sagen. Also ich fand zum Beispiel die beiden DS-Teile relativ scheiße. Es waren schon gute Spiele, aber verglichen mit anderen Zeldas waren die schon nicht ganz auf der Höhe. Ich meine, ich habe schon Spaß dran gehabt, aber es war einfach nicht wirklich eine Herausforderung. Verglichen zum Beispiel mit Zelda, A Link to the Past, Zelda... The Wind Waker war jetzt auch nicht so schwer, aber war trotzdem ein richtig geniales Spiel. Und da war schon auch einiges, was man noch machen konnte, wenn man 100% haben wollte. Muss man natürlich auch irgendwo ganz klar sagen. Und das finde ich nicht schlecht. Wo führt denn die Treppe gerade lang? Die führt gerade... Hallo? Habe ich hier irgendwo... Oh, ich glaube, ich habe ein Stück der Treppe gerade weggerissen. Das ist natürlich nur so halbwegs clever. Ich glaube, ich leuchte mal das hier aus und mache das zu, damit ich hier wieder alles genau erkenne, was wie gedacht ist. So, machen wir diese Wand mal zu. Ja, ich glaube, das hier war mal eine Treppe. So sah das vorher aus. Und das sollte natürlich auch so bleiben. Ja. Das kommt davon, wenn man irgendwie anfängt, über irgendwelche anderen Sachen zu schwallen und sich gar nicht mehr darauf konzentriert, was man eigentlich gerade wegreißt und einfach nur irgendwie meint, ja,
hauen wir mal alles kaputt. Warum auch nicht? Ist so ein bisschen die, die MacGyver-Einstellung, aber was soll's. Zack, machen wir so. Warte mal, ist da dahinter jetzt wieder dunkel? Nee, das kann man verantworten. Alles klärchen. Hier läuft im Hintergrund übrigens gerade das Main-Theme aus Prince of Persia, Sense of Time. Geiles Spiel. Könnte ich ja mal in die Runde fragen, möchte das jemand mal als Let's Play sehen? Finde ich nämlich kein schlechtes Spiel und wollte das sowieso irgendwie mal wieder anpacken. Und wenn ich das schon spiele, dann kann ich das eigentlich auch als Projekt machen. Also sagen wir mal, ich werde es vielleicht früher oder später sowieso machen, aber wenn jetzt der Wunsch von irgendeinem Zuschauer besteht, das vielleicht mal auf meinem Kanal zu sehen, dann wäre das natürlich eine zusätzliche Motivation, damit relativ bald anzufangen. So. Na gut, Freunde, ich denke mal, auf dieser Ebene bleiben wir jetzt erstmal. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis der Schacht so tief ist, wie er sein muss. Uns fehlen nämlich jetzt noch knapp 40 Blöcke nach unten. Aber wir kriegen das schon hin. Scully, der Rallyger, kann das schon machen. Ich würde jetzt sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und wenn ihr noch Themes habt, dann schickt mir doch bitte welche. Ich habe noch nicht genug Themes. Ich habe zwar schon weit über 200 mittlerweile und müsste meine Playlist nur noch updaten, damit ich die auch mal veröffentliche. Aber ja, mehr Themes können ja nicht schaden. Das ist so eine Ressource, die stört im Prinzip nicht, wenn man davon relativ viel hat. Finde ich. So, den Cleanstone packen wir mal gerade noch hier rein. Den brauchen wir noch nicht, den können wir später verwenden zur Verkleidung. Und dann würde ich sagen, schaltet doch morgen wieder ein in Minecraft, dann geht der Schacht weiter und ich habe da noch was zu erzählen und zum Rumragen. Und bevor ich jetzt in totale Anglizismen verfalle, sag ich mal, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Scully the Rally. Der ist ein geiler Hengst, ein horny Stallion, ja moin.